Hallo ihr Lieben, heute gibt es das erste Augen-Make-up-Tutorial 2019 mit der Palette, mit der Glam Reflection Rosé Palette. Ich habe benutzt diese Farbe und diese Farbe. Und als Rouge habe ich die Farbe Tony benutzt von Bobbi Brown und die Farbe von Iris Berben 105 Age Perfect. So, na dann, viel Spaß beim Zuschauen. So ihr Lieben, dann starten wir mal so ein paar Ü50 Looks mit der Glam Reflection Rosé Palette von BH Cosmetics. Eigentlich dachte ich ja, dass das nicht so unbedingt meine Farben sind. Ich probiere das aus. Also ein paar habe ich schon benutzt. Mit den Rottönen, wisst ihr, bin ich so ein bisschen bei meinem Typ auf Kriegsfuß. Aber ich möchte doch mit der Palette einige Looks schminken. Aber fangen wir mal an mit ein bisschen Verhalten. Jetzt nicht gleich ganz rot. Ich benutze als allererstes, also ich habe jetzt eine Mineralfoundation drauf, die von Bare Minerals, und die Augenbrauen auch schon ein bisschen nach gezogen und habe jetzt hier diesen Concealer, ihr wisst es, Age Perfect, um die Augenpartie ein wenig aufzuhellen. Ich nehme einen, ich habe euch ja in dem Pinselvideo gezeigt, diesen Eye Blender Pinsel und gehe damit in diese Farbe. Das ist hoch in diese und gebe mir das großzügig als Base auf das gesamte bewegliche Lid auf. Ich habe natürlich vorher schon einen Eyelid Primer drauf gegeben. Da sieht man erstmal nichts. Was nehme ich denn jetzt für eine Farbe? Ich glaube, ich entscheide mich mal für diesen Ton hier. Das ist, weiß ich nicht, ein Graubraun oder so. Und nehme einen Blender. Nee, wartet mal, was, wie mache ich das? Doch, ich nehme einen Blenderpinsel. Ich nehme, gebe jetzt, guckt mal, die Pigmentierung. Hammer. Und gebe das in die, also hier oben auf, Lidfalte und auch einen Hauch darüber. Ich klopfe das immer ganz gerne ab. Ja, hier habe ich so eine Narbe. Und wenn ihr in die Lidfalte geht, ist es immer ganz günstig. Für mich ist es jetzt schwierig, geradeaus zu gucken. Ich gucke jetzt ja doch ein bisschen nach unten, weil ich in den Spiegel schauen muss. So. Jetzt nehme ich nochmal einen sauberen Verblenderpinsel und verteile die Farben mit einem flachen Pinsel. Gehe ich jetzt wieder in diese Farbe, das ist hoch genug, so, und tupfe mir das jetzt hier unten auf. Sie staubt auch nicht. Eigentlich schön, ne? Weil manche pudrige Produkte, die stauben auch ganz gerne. Und jetzt gehe ich hier in die Ecken und verstärke das Dunkle ein bisschen. Fangt immer mit wenig Farbe an. So, dann könnt ihr nochmal mit dieser, mit der flachen Seite hier nochmal in die Lidfalte hineingehen, um das zu verstärken. Bin ganz begeistert von den Farben. So. Nochmal das andere Auge. Nehmt euch immer Zeit beim Augen-Make-up. Hier in die Falte hinein. So. Ecken.
Jetzt gehe ich einfach mit diesem weichen, ganz fluffigen Pinsel mehrfach in der Bananentechnik über diese Farben und verblende die Kanten, dass das ganz weich aussieht. Zwischendurch könnt ihr den Pinsel abklopfen oder auf einem Kleenex abwischen. Ich habe sie auf dem Handtuch abgewischt. So. Dieses Roségold, oder nee, Rosé ist das eigentlich nicht. Das geht mehr ins Aprikot, ne? Diese Farbe hier. Die ist eigentlich ganz hübsch. So. Blenderpinsel. Immer wieder verblenden. Dass ihr schöne, weiche Übergänge bekommt. Jetzt nehme ich diesen Präzisionspinsel, diesen Eye-Präzisionspinsel und gehe in dieses dunkle Braun. Alles Premiere. Und gebe das hier unten auf. Und ziehe das hier oben noch ein bisschen mit in die Ecken. Immer nach oben gehen, ja? Nie nach unten. Na, unten hängt alles von alleine. Schminken nach oben. Und jetzt gehe ich bis zur Hälfte. Nur bis zur Hälfte des Lides. Und verstärke den oberen Wimpernrand. Da der Pinsel jetzt nicht feucht ist, muss ich das ein bisschen öfter, also wiederholen. So, Mascara. Auf die Wasserlinie einen kleinen Aufheller so. Ich klopfe das immer bei diesen pudrigen Produkten ganz gerne auf dem Handrücken erst ein bisschen ab, weil zu viel ist immer blöd, wenn das auf den Wangen ist. Ne? Den großflächigen, damit kann man mal ein bisschen das alles gut verblenden. Dann habe ich hier ein Haar. Ne, ist eine Falte. Ich sag euch, wird nichts besser. Für die Lippen Pillow Talk, den Lip Liner. Und dann nehme ich mal wieder den jetzt den Lippenstift von Age Perfect von der Iris. Von der Iris, die Farbe von der Iris. Das ist dieser Stift mit dem Jojoba-Kern. Ja. Der ist wirklich, die Farbe ist Bombe, ne? Da sieht man gleich, was so drauf ist. So, meine Lieben, das ist jetzt der Look. Geschminkt mit der BH Cosmetics Rosé Glam Reflection Palette und einem Rouge, Farbe Toni, Bobbi Brown, und dann haben wir die Nummer 105, den Lippenstift hier. Der nach wie vor immer noch sehr pflegend ist, obwohl der schon eine Weile auf ist. Ja, ich werde jetzt mit dieser Palette wahrscheinlich euch öfter mal beehren, weil wenn ich sie schon habe, dann muss ich diese dunklen Farben auch mal ausprobieren. Ich bin gespannt. Also noch geht's ja, aber wenn das dann so ins Rötliche geht, ich bin wirklich gespannt. Aber das mache ich. Ich mache das, egal wie ich aussehe. Ich sitze ja vor der Kamera und
Muss ja nicht rausgehen. Aber doch, das Video geht ja raus. Mal schauen. Ich probiere das aus und werde sehen und werde euch berichten. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.